Als nächstes sind dann die Wärmedämmungen dran. Die Wärmedämmungen werden mit dem Musterwerkzeug integriert. Dies ist auch in der Konstruieren-Aufgabe zu finden, in dem Bereich der 2D-Flächen, wo unter der Schraffur in dieser Schublade Muster ausgewählt wird. Beim Muster kann man hier noch eine Stiftdicke wie 0,18 angeben. Ein Layer-Flächenmuster ist sogar schon da, muss aber nicht sein. Im Falle des Falles kann man das anklicken und einen Layer auswählen. In den Eigenschaften wird das Muster eingestellt. Man kann hier aus der Liste verschiedene Muster auswählen. Wärmedämmung ist gerade aktuell eingestellt. Und von einer vorherigen Aktion ist hier noch ein Winkel von 30 Grad drinnen. 0 Grad, dann sieht man das Muster hier unten in der Vorschau horizontal ausgerichtet. Hier wird aber das Muster als erstes in die Dachschräge als Zwischensparrendämmung eingebaut, also wird hier oben ein Winkel von 30 Grad angegeben. Eine Hintergrundfarbe wird nicht benötigt. Die Abmessungen werden wir noch ändern müssen, aber das wird zur besseren Erklärung im Nachgang erledigt. Verlegeart sollte passend sein, denn eingeschrieben verlegt nur Musterstücke innerhalb der Kontur, hinausragend deckt die ganze Kontur mit den ganzen Musterstücken ab. Passend. Alle anderen Werte wie Bezugspunkt und maßstabsgerechte Anpassung im Plan bleiben mal so, wie sie sind. Das wird im Nachgang noch genauer eingestellt, denn das Muster muss noch ein wenig eingepasst werden, aber wie gesagt erst im Nachgang. Okay. Um Muster einzubauen oder flächige Elemente einzubauen, steht eine Polygonisierungswerkzeugleiste zur Verfügung. Hier vorne kann man einzelne Flächen eingeben oder Flächen in mehreren Teilstücken zusammensetzen mit Hilfe des Werkzeugs Multi. Hier wird eine Einzelfläche genutzt. Das Häkchen zur Polygonisierung ist eingeschaltet. Es gibt hier verschiedene Polygonisierungswerkzeuge, unter anderem die Flächensuche, welche noch nicht genutzt wird. Hier muss eine Kontur Punkt für Punkt für Punkt jetzt als erstes nachgefahren werden. Es empfiehlt sich, eine Bezugspunkteingabe einzustellen, mit welcher dann gearbeitet wird. Wenn Bezugspunkteingabe eingestellt ist, kann man daneben klicken und es kommt ein Bezugspunkt zum Einmessen. Falls man daneben klickt, hat man hier noch ein Rückwärtsknöpfchen. Also, die Kontur wird abgegriffen von Punkt zu Punkt zu Punkt. Bis hierhin, über diese Ecken hier, wird die Kontur abgegriffen. Letzte gleich erste Ecke schließt die Kontur. Man könnte anstatt die letzte gleich erste Ecke anzuklicken, auch einfach Escape drücken, um die Kontur zu schließen. Hier wird die Kontur geschlossen mit Anklicken des letzten gleich ersten Eckpunktes. Die Schraffur wurde eingebaut und wie schon gesagt, im Nachgang wird das Ganze angepasst, deshalb hier einmal Escape. Die meisten Schraffuren sind in Allplan entsprechend definiert. Und bei den Mustern, die hier gerade verwendet sind, ist es oft so, dass die Muster als Flächenelement eingebaut werden und mit Skalierungsfaktoren vergrößert und verkleinert werden. Damit man weiß, welchen Faktor man braucht, kann man sich daran orientieren, dass die meisten Muster in Allplan 10 cm hoch sind. Es gibt manche Muster, die andere Höhen haben, aber in der Regel kommt man mit 10 cm gut weiter. Wenn man das im Hinterkopf behält, kann man per Doppelklick linke Maustaste ein Bauteil wie das Muster hier ändern. Wenn ein Bauteil mit einem Muster eingepasst werden soll, dann kann man 10 cm nutzen, um die Faktoren hier abzuschätzen. Hier wird jeweils 2 eingegeben, denn der Sparren ist 20 cm breit. 10 cm mal 2 gibt 20 cm Sparrenbreite. Das reicht noch nicht, aber zum Abschätzen der Größenverhältnisse wird hier mal auf OK gegangen. Die Größenverhältnisse passen, die Ausrichtung stimmt noch nicht. Es sollte dann offensichtlich per Doppelklick linke Maustaste dieses Muster nochmal bearbeitet werden, um die Ausrichtung besser zu bekommen.
Die Ausrichtung geschieht über den Bezugspunkt. Bildschirm Nullpunkt ist eine Ausrichtung, welche beim Bildschirm Nullpunkt beginnt, aber nicht unbedingt ins Detail passt. Damit es ins Detail passt, kann man hier beliebiger Punkt anwählen. Das Menü wird dann verschwinden und die richtige Ecke anklicken, dass es ausgerichtet ist. Also, hier wird beliebiger Punkt ausgewählt. Eine Ecke wie diese hier angeklickt, um daran das Muster auszurichten. Wenn man das Mustermenü mit OK abschließt, sieht man, wie die Wärmedämmung hier in diesem Bereich ausgerichtet wurde. Die vertikale Dämmung wird noch eingebaut. Hier wird wieder aus der Schublade bei den Flächenelementen das Muster ausgewählt. Und nun können gleich von Anfang an alle Werte definiert werden, weil wir vorhin gesehen haben, was alles einstellbar ist. In den Eigenschaften kann man den Winkel auf 90 Grad drehen. Hintergrundfarbe wird keine benötigt. Höhenfaktoren sind wieder 2, damit das 10 cm Muster mal 2 genommen wird. Passend wird es verlegt und jetzt kann man gleich einen beliebigen Punkt angehen. Das wird nochmal angeklickt und eine Ecke hier aus dem Holzrahmen ausgewählt, damit dort die Zwischenrahmendämmung eingebaut werden kann. Die Skalierung ist wieder die maßstabsgerechte Anpassung im Plan und natürlich war schon von vornherein die Wärmedämmung drin. Okay. Wenn man Sachen automatisierter einbauen möchte, kann man bei Rechtecken natürlich auch eine Flächensuche nutzen oder, wenn man direkt rangeht, gleich die Diagonale von einer Ecke, die hier unten angeklickt wird, zur Diagonalecke hier oben. Diese Diagonale, die entstanden ist, wird von Allplan durch Escape bei solchen Mustern und Schraffuren automatisch zu einem Rechteck vervollständigt. Escape hat die Diagonale fertig gemacht, weiteres Escape hat dann alles vervollständigt und das Werkzeug beendet. Für die Holzfaserplatte, welche hier oberhalb des Sparrens liegt, wird ein weiteres Muster ausgewählt. Aus der Musterauswahl, wenn man dieses Musterwerkzeug wieder in der Schublade hier bei den Flächenelementen öffnet, kann man als Muster auf das Muster 131 wechseln oder auf das Muster 391. Eines der beiden Muster wird ausgewählt. Letzten Endes liefern diese dasselbe Ergebnis, nur die Muster mit den 300er Nummern sind fix, während die anderen Muster in Allplan änderbar sind. Der Winkel sollte 30 Grad betragen, steht vielleicht von vorherigen Aktionen noch drinnen, sonst wird es reingeschrieben. Hintergrundfarbe braucht es nicht. Der Faktor könnte hier glatt 0,2 sein. Man könnte hier rechnen 10 cm mal 0,2 gibt eine Musterbreite von 2 cm für diese Platte hier. Diese Muster ist übrigens 4 cm hoch, aber falls man doch mal das abschätzen muss, wird hier mal mit den 0,2 Werten gearbeitet. Ich weiß, dass das jetzt hier nicht ganz passend herauskommt, trotzdem zeige ich es mal so. Verlegeart ist passend, auch hier wäre es nicht schlecht, wenn man noch einen beliebigen Punkt als Bezugspunkt hat, nämlich eine Ecke von dieser Platte hier, zum Beispiel hier. Das wurde angeklickt, dann geht es auf OK. Man kann die Kontur natürlich nachfahren oder die Polygonisierungswerkzeuge nutzen. Es wird eine Einzelfläche definiert, die Polygonisierung ist dank Häkchen aktiv und es wird der fünfte Knopf dazu geschaltet, die Flächensuche, um Flächen automatisch auszufüllen. Inselerkennungsknöpfe, diese beiden hier sollten ausgeschaltet sein. Dann zielt man ein wenig besser hier in die Holzfaserplatte. Dann wird das Muster eingebaut, hier ausgerichtet an der vorher angeklickten beliebigen Ecke hier. Dieses Muster war also ein Kandidat, der mal nicht 10 cm hoch war. Wie bekommt man das abgeschätzt, um trotzdem die richtige Höhe einzupassen? Es wird erst einmal beendet.
Die Annahme war, 10 cm hoch mal 0,2 gibt 2 cm, was hier ausgefüllt werden soll. Aber jetzt haben wir hier ein Muster, was die Sache sozusagen einmal, zweimal, zweieinhalb Mal ausfüllt. Okay, das ist eine der wenigen Ausnahmen, die mal nicht 10 cm hoch war. Aber wenn es zu klein ist und anstatt zweieinhalb Mal nur einmal ausfüllen soll, dann wird man das Ganze wohl zweieinhalb Mal vergrößern müssen. Durch nachträgliche Änderungen per Doppelklick linke Maustaste auf das Muster. Da ist es. Mit diesen Werten wurde es eingebaut. Diese Werte werden vergrößert. 0,2 mal 2,5. Enter, kommt 0,5 als Faktor raus. Hier auch 0,5. Dann ist das wohl der richtige Faktor. Der Rest wird angesehen, wenn es okay ist. Hier ist die Holzfaserplatte definiert. Für die Gestaltung der Schalung wird noch ein Holzmuster eingebaut, was natürlich auch hier mit dem Musterwerkzeug aus den Flächenelementen unter der Schraffur zu erledigen ist. Dann wird hier in den Eigenschaften das Holzmuster gesucht. Zuerst einmal wird das Holzmuster beim Sparren eingebaut, hier an dieser Strecke. Damit es sich einigermaßen rechtwinklig dazu ausrichtet, haben wir hier 30 Grad plus 90 Grad dazu, macht einen Winkel hier von 120 Grad, der hier eingegeben wird. Das Holzmuster wird mit einer gewissen Größe ankommen. Da das schon mal vorher gemacht wurde von mir, könnte eine Größe von 0,1 ganz gut sein. Das Holzmuster ist auch eher eine Ausnahme, weil einige Muster sind in Alplan auch 1 Meter hoch. Die meisten sind 10 cm hoch, ein paar andere haben andere Werte. Das könnte, denke ich, passend sein von den Faktoren. Natürlich wieder die Verlegeart passend. Der Bezugspunkt ist in diesem Fall bei solch einem Muster, was sich nicht unbedingt schön an Ecken ausrichten muss, egal. Die maßstabsgerechte Anpassung im Plan ist eingestellt. Okay. Dann wird hier wieder die Flächensuche genutzt, weil ja eh die Polygonisierung aktiviert ist, momentan als Einzelfläche. Dann wird hier in die Schalung hier reingeklickt. Das Muster hat sich dort dank Flächensuche ausgefüllt. Dann wird noch eine vertikale Schalung genutzt, wobei hier in den Eigenschaften des Musters der Winkel auf 0 Grad am besten eingestellt sein sollte. Dann erhält man solch eine Maserung. Okay. Und dann wird man das einbauen. Hier. Nur hier in diesem Bereich bei der Schalung ist die Fläche durch eine gestrichelte Linie unterteilt. Also sollte hier mal die Multifläche aktiviert sein und Plus, damit die Gesamtschraffur bzw. Gesamtmusterfläche aus 2 Teilflächen zusammengestellt wird. Mit der Polygonisierung und der Flächensuche. Dann wird hier näher rangegangen, damit man besser hier in diese erste Teilfläche reinklicken kann. Ein wenig sieht man an der grünen Linie, wie das hier nachgefahren worden ist. Dann wird gleich noch in die zweite Teilfläche reingeklickt. Natürlich alles mit der linken Maustaste. Das wurde nachgefahren. Mit Escape wird die Multifläche abgeschlossen. Weitere Flächen, Schraffuren, Muster werden hier nicht eingebaut. Nochmal Escape hinterher, um das Ganze abzuschließen. Das Bild kann man mal wieder ganz darstellen. Für die OSB-Platten werden noch Schraffuren eingebaut aus parallelen Linien. Bei den Schraffuren, welche hier oben auch ausgewählt werden können, wählt man im Schraffurmenü bei den Eigenschaften eine passende Schraffur aus. Mit parallelen Linien. Mauerwerk könnte genutzt werden, Dielenschraffur oder die 130 hier.
Fürs erste bleibt der Winkel 0 Grad. Die Hintergrundfarbe bleibt aus. Richtungsseite wäre eine Möglichkeit, den Winkel aus der Grafik abzugreifen. Wird hier nicht benötigt. Bezugspunkt ist wie bei der Definition von Mustern. Und der Linienabstand hier ist gleichbleibend im Plan wie in Definition festgelegt, ausgewählt. Das heißt, wenn man einen Plan hat mit einer Schraffur und unterschiedlichen Maßstäben der Darstellung, dann bleibt die Schraffur immer in ihrer Darstellung gleich. Während bei maßstabsgerechter Anpassung im Plan die Schraffur oder auch das Muster je nach Maßstabsänderung vergrößert oder verkleinert wird. Hier wird auf OK gegangen und die erste Schraffur eingebaut. Von vorherigen Aktionen ist noch die Multifläche mit dem Pluswerkzeug aktiv. Das heißt, für diese OSB-Platte hier, weil diese getrennt ist, können wir das genauso verwenden. Multifläche plus, Polygonisierung, vor allem dann mit der Flächensuche ohne Inselerkennung. Das wird vergrößert, um besser hier reinklicken zu können in die erste Teilfläche. Das wird angeklickt, diese Teilfläche wurde nachgefahren, die zweite Teilfläche unterhalb der Trennlinie wird angeklickt, das wurde auch nachgefahren, mit Escape wird dies hier abgeschlossen. Die anderen zwei Teilflächen, welche noch bei den USB-Platten entstehen, können über Einzelfläche definiert werden. Die Schraffur ist immer noch dieselbe. Auch hier Flächensuche ist immer noch aktiv. Auf der Innenseite wird diese Fläche hier separat definiert. Als Einzelfläche reingeklickt wird hier und da hier nichts zusammengestückelt werden muss, ist das gleich fertig. Und für die letzte Strecke wird noch ein Winkel benötigt. Beim Winkel kann man 30 Grad eingeben oder eben die 120 Grad, damit das rechtwinklig zur 30 Grad Neigung ausgerichtet ist. Das wurde eingegeben, okay, und auch hier kann man nochmal die Flächensuche nutzen, um hier in diesen Bereich reinzuklicken, um die am Winkel ausgerichtete Schraffur zu platzieren. Mit Escape wird das beendet, das Bild wird wieder dargestellt.